approaching 45-46 speed. Surface temperatures. Drop pod deployed. Und somit hallo und herzlich willkommen zu Subnautica Below Zero. Ich bin die Helly von Helly's Playbase und ich freue mich natürlich, dass du eingeschaltet hast. Ihr Lieben, so, wir sind, ihr habt es gesehen, wir sind abgestürzt hier mit unserer Kapsel, wie immer bei Subnautica. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt, wie weit ich hier komme, ich bin gespannt, wie oft ich hier schreien werde. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie oft ich sterben werde. Und da hinten liegt noch was zu essen. Und trinken, ganz, ganz wichtig. Und wir gehen, ich glaube, wir müssen hier, oh, Moment, da, noch etwas mitnehmen. Das ist wunder, wunder. Schön hier. So, ich habe die Stimmen ein bisschen leiser gemacht, damit ich nicht immer aus dem Konzept gebracht werde, wenn die mal hier quatschen. Wenn ihr die lauter haben möchtet, sagt einfach mal Bescheid. Dann steht das natürlich ein bisschen lauter. Und Subnautica Below Zero. Ich habe vorhin mal ganz kurz reingeguckt. Ich habe so meine Bibliothek bei Steam rauf und runter geguckt und habe überlegt, Mensch, ui, was könnte ich hier auf YouTube noch Schönes bringen? Und habe sämtliche Spiele angezockt und bin dann hier bei Subnautica Below Zero hängen geblieben, weil ich finde, es sieht, oh Leute, es sieht einfach wunderschön aus. So, da hinten ist mein Live-Pod. Und ich habe natürlich ein bisschen reingeguckt, mich erstmal ein bisschen vertraut gemacht. Ich habe damals ja schon den ersten Teil rauf und runter gespielt. Habe ihn leider nie zu Ende gespielt, also nie durchgespielt. Ups, schwimm an die Oberfläche. Ich ertrinke hier gleich schon, gleich am Anfang. So, habe ihn leider nie zu Ende gespielt. Und habe mir gedacht, komm, das ist so ein schönes Spiel. Also ich finde dieses Spiel zumindest wunderschön. Und hier unten liegt schon ein Stück vom Seegleiter. Ja, Corona, wir dürfen alle nicht raus, wir können alle nicht arbeiten, deswegen habe ich mir gedacht, ist für euch vielleicht auch genauso wie für mich ein kleines Stückchen Urlaub gerade. Leute, guckt euch das doch mal an. Das ist so wunderschön, dass ich nur Screenshots machen muss hier. So, mein Live-Pod, der ein bisschen anders aussieht als im ersten Teil. So, aber natürlich hat der hier Sauerstoff. Cool, cool, cool. So, Aufzeichnungen, Kommunikation. Tut mir leid wegen ihrer Schwester. So, wir sind abgestürzt. Ich weiß gar nicht, suchen wir hier irgendjemanden? Wir müssen auf jeden Fall versuchen, von diesem Planeten natürlich wie immer wegzukommen. Denke mal, wir werden dafür einige Sachen finden müssen. Und wir werden bestimmt auch dem ein oder anderen Leviathan. Und ich weiß nicht, was es hier in diesem Spiel alles noch für böse Viecher gibt. Begegnen. So. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. So, jetzt guck mal. Wir können schon mal eine Batterie bauen. Das ist gut. Batteries brauchen wir immer. Hier können wir noch nichts machen. Und auf den ersten Blick sah es für mich auch vorhin noch nichts danach aus, als wenn hier ja viel Unbekanntes ist. Ich denke mal, es wird bestimmt ein paar neue Gegenstände geben, die ich aber noch nicht kenne. Hier Schwimmflösschen, da machen wir Silikongummi für. Da machen wir Titan und Fasergewebe. Fasergewebe, Kompass, Kompass ist ganz wichtig.
Sonst werde ich mich wahrscheinlich hoffnungslos... Wir speichern. Ja, hoffnungslos verschwimmen. So, hier, guck mal da. Benutzen wir sofort. Ach so. Wie gesagt, ich habe das Spiel selber, also diesen Teil, nur angespielt vorhin. Ups. Kenne mich zwar aus mit Subnautica, aber ich denke mal, hier wird einiges noch ein bisschen anders zu machen sein, zu handeln sein. Hier haben wir die schuppige Zungenanemone. Och, die ist schön. Leute, das ist so schön. Guckt euch das doch mal an. Ist das hübsch? Ist das hübsch? Das ist so hübschig, dass ich gleich einen Screenshot mache. Okay, und an die Oberfläche schwimme. Gut, 45 Sauerstoff ist jetzt nicht wirklich mega gut, mega viel. Aber hier war doch gerade schon irgendwo... Irgendwo war doch gerade schon... Warte mal, kann ich den scannen? Hier, da. Irgendwo war doch gerade schon dann ein Stück von dem Gleiter. Ich werde es nie wieder finden. Doch, da. Aber erstmal schwimmen wir nach oben, Leute. Die raue See. Mitten im Winter. Hier, guckt euch das mal an. Sieht das gut aus? Ist das schön. Ich hätte gerne Winter gehabt hier bei uns in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, aber nein. Hier, wo ich wohne, war natürlich nichts. Leider, leider, leider. Draußen ist es arschkalt, aber es will einfach nicht schneien. Guck mal, hier, die habe ich schon gescannt. Das heißt, die brauchen nicht mehr scannen. Legen wir mal weg hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile. Ich glaube, zwei, drei... Ich glaube, drei Teile sind es, die ich scannen muss, ne? Um den Seegleiter zu bauen. Oxygen. Schwimm an die Oberfläche. Das mache ich, das mache ich, das mache ich. Ich hoffe, ich werde nicht irgendwann hier in irgendwelche Gefilde kommen, wo ich tauche, noch keine Motte und nichts habe. Und dann muss ich nach oben schwimmen und dann bin ich irgendwo unter diesen Eisblöcken. Ich könnte mir vorstellen, dass das passieren wird, das ein oder andere Mal. So, hier ist mein Lifepod wieder. Wir fangen den Blasenfisch. So, komm her, Fischi, Fischi, komm. Wir fangen dich. Hui. Oxygen. Ich glaube, als erstes wäre es sinnvoll, wenn ich mir eventuell erstmal eine Wasserflasche mache. Es sieht einfach so wunderhübsch aus, Leute. Warte mal, ich muss. So. Es ist einfach wunderschön. Ich fand den ersten Teil damals schon so wunderschön. Aber ich habe auch mega Respekt und Schiss gehabt vor den tieferen Gefilden damals. Und jeder, der mich kennt und das Let's Play damals verfolgt hat, der weiß, ich habe sehr oft sehr laut geschrien. Das wird hier sicherlich auch vorkommen. Und ich werde auch hier sicherlich mega Angst kriegen in den ein oder anderen Gegenden. Aber das hier sieht bislang echt wunderhübsch aus. So, wo ist jetzt... Okay, Fischi, du bleibst da. Wo ist denn jetzt hier noch ein Stück von diesem Seegleiter? Weil wenn ich schon unterwegs bin... Aber das ist immer so, ne? Wenn man losgeht und sagt, das möchte ich jetzt haben, das brauche ich jetzt. Was findet ihr nicht? Genau das. In jedem Spiel immer und immer wieder. Aber ich glaube, wir können schon mal eine neue Batterie bauen. Hier haben wir noch ein bisschen Quarz. Zacki, zacki, zacki. So, und es ist total ungewohnt für mich, überhaupt... YouTube-Aufnahmen wieder zu machen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe jetzt so lange gestreamt und das 7-Days-Format, da bin ich ja nicht alleine, da bin ich ja zusammen mit unserem Bührer. Und das ist immer was anderes, wenn man zu zweit ist und quatscht, als wenn man alleine ist und quatscht. Und da ist noch ein Stück vom Seegleiter. Ich muss, glaube ich, erstmal wieder richtig reinkommen. So in diesen YouTube-Alltag. Ah, diese Musik, Leute, es ist wunderschön. Ich finde es jetzt schon... Oh. Schwingpflanzen.
Ich bin gespannt, was wir hier für Wesen entdecken. Hier war ja damals im ersten Teil. Na, komm. Also. So, schnell, komm, ich muss nach oben, ich muss nach oben, ich muss nach oben, ich muss nach oben. Ich sterbe gleich schon am Anfang, oder? Nein. Oh, Gott sei Dank. Im ersten Teil hatten wir ja hier bei den Schlingpflanzen schon diese Seepferdchen-Krokodile. Ich habe denen ja immer allen eigenen Namen gegeben, weil ich mir nie merken konnte, wie die Viecher heißen. Ah, hier Blasius. Hier ist ein kleiner Neon. Ach, es ist einfach so schön. Leute, 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 ich freue mich richtig drauf. Ich habe auch gesehen vorhin, da schwamm irgendwas rum, aber das sah nicht aus wie so ein... Ich weiß gar nicht, wie die hießen, die Seepferdchen-Krokodile. Ich glaube, in Wirklichkeit heißen die Pirscher. Pirscher, glaube ich. Ich glaube, sie hießen Pirscher. So. Jetzt gehen wir aber erstmal los. Und gucken mal, was wir hier Schönes bauen können. Moment. Die Flasche braucht Titan und Fasergewebe. Fasergewebe. Kann ich Fasergewebe herstellen? Nein, natürlich nicht. Aber wir können hier das Gummi herstellen. Silikongummi. Warte mal, da war doch... Da. Ein Messer. Genau, und ich glaube, aus diesen Schlingpflanzen kann ich mit dem Messer gleich... das andere Zeugs abmachen. So, kann ich schon eine Taschenlampe? Nein, ich brauche hier Glas. Und eine Battery. Kann ich eine Batterie? Ja, kann ich. Wunderschön. Also an dem Herstellungsdings hier hat sich ja nicht viel geändert. Ich habe es damals vom Alucard, glaube ich, geschenkt bekommen. Da ist das gerade rausgekommen, das Spiel. Aber da war es so early, dass man im Prinzip noch gar nicht richtig was spielen konnte. Es fehlten noch Blöcke, es wurde noch nicht alles angezeigt. Die Umgebung war stellenweise noch ein bisschen kantig und man hat richtig gesehen, okay, da fehlt was. Okay, ich kann mir noch eine Taschenlampe bauen, das ist sehr schön. Das ist jetzt natürlich anders, aber es ist natürlich trotzdem immer noch early. Was bedeutet, es werden auf jeden Fall einige Bugs noch zu finden sein und wenn wir Pech haben, kann ich vielleicht nochmal, keine Ahnung, Spielstand neu machen, weil irgendwas nicht richtig funktioniert. Ich weiß es noch nicht, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber das kann natürlich passieren. So, die habe ich, soweit. Was brauche ich nochmal hier für die Dinger? Hier ist mein... Wir jetzt erstmal alles rein und gehen erstmal los und holen uns ein bisschen. So. Und holen uns ein bisschen von dem Zeugs, damit wir die Flossen her, die Flasche herstellen können. So. Trinken, essen wir jetzt noch nicht. Genau. Messer, wir haben alles. Sieht einfach so unfassbar geil aus. Ich kann es immer nur wiederholen, Leute. Ich finde dieses Spiel einfach wunderschön. So, wo sind denn die Schlingpflänzchen jetzt? Na, ich und mein Orientierungssinn. Also ich habe eigentlich einen sehr, sehr guten Orientierungssinn, aber unter Wasser, Leute. Und dann auch noch ohne Karte. Das wird noch richtig lustig, glaube ich. Zack. Guck mal, dann holen wir uns auch sofort noch was von dem roten Zeug hier. Tauchen aber erstmal auf. Ich brauche dringend die größere Flasche. Ich brauche sie. Und ich glaube, wir brauchen noch ein Teil für den Gleiter, ne? Wenn ich mich jetzt nicht vertute, tate, täte. Hier sind überall noch die Ressourcensteinchen. Also ich kenne mich wirklich, Leute, ja, gar nicht aus in diesem Teil hier. Ja, ich weiß noch nicht, wo ist was. Wo ist welches Gebiet? Ich weiß nicht, gibt es neue
schöne Gegenstände eventuell, die wir bauen können. So. Jetzt kann ich Fasergewebe. Warte mal, habe ich jetzt schon genug? Und zweimal Titan brauche ich. Habe ich nicht gerade noch Titan gehabt? Ja. Machen wir es so. Und den Rest verbauen wir noch. Dann haben wir es. Ich weiß gar nicht, gab es dieses Fasergewebe auch schon im ersten Teil? Bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Und ich habe mich auch diesmal wirklich nicht gespoilert. Ich weiß, das ist schon ein bisschen älter, das Spiel. Ihr habt es bestimmt auch schon alle irgendwo bei jemandem gesehen. Und wenn ich wirklich gar nicht weiter weiß, Tipps und Tricks. New blueprint synthesized. Standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP. Warte mal, die Standardschaufasche kann für Lux... Was? Was? Moment. Was? Die kann für was? Wo? Luxus? Standardtauchflasche? Okay, Reparaturkit, Silikongummi, Schwefel. Keine Ahnung, wo wir Schwefel herkriegen. Den Kompass, aber den Kabelsatz für... Für den Kabelsatz brauche ich natürlich Silbererz, wie immer, ne? Wie immer. So, das sind die wunderschönen... Warte mal, die Standardtauchflasche kann für Luxus und VIP-Atmung aufgerüstet werden. Aber wie? Wie kann ich die... Oh Gott. Technik, Ausrüstung, Reparaturwerkzeug, das kann ich schon... Universalschutzanzug. Warte mal, habe ich den Universalschutzanzug? Nee, ich habe noch gar nichts. Ich habe jetzt nur die Schwimmflossen, die Standardtaucherflasche. Ich habe Durst. Ist mal hier so ein kleines Fischlein. Zack. Und lager erstmal alles ein, was ich gerade nicht brauche. So, und wir gucken jetzt erstmal nochmal hier. Kabelsatz, da brauche ich Silbererz für. Computership, Tisch, Korallenprobe, okay. Gold. So, und das Reparaturwerkzeug. Ja, Schwefel. Daran werden wir wahrscheinlich jetzt kläglich scheitern. Weil ich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit kein Schwefel finde, weil Schwefel wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem komplett anderen Gebiet zu finden ist. Wo ich jetzt noch nicht hin kann, wahrscheinlich. Ich weiß noch, im ersten Teil damals habe ich Silber gesucht, wie bescheuert. Und habe kein Silber gefunden. Bis mir irgendwann jemand sagte, da musst du da und da und da hin. Und dann bin ich da und da hingefahren, geschwommen. Und bin 1000 Tode gestorben auf dem Weg dahin. Ja, da kamen dann die Alpha-Kevins, da kamen dann die Super-Kevins und... Ja, diese kleinen Schnappzack-Haie. Vor denen ich mich echt mega erschrocken habe beim ersten Mal. So, komm, schwimmen hoch. Einmal Luft holen. 75 Luft habe ich jetzt nur. Da ist noch ein Teil, das ist sehr schön. Ah, ich glaube, wenn wir den Seegleiter... Ah, super. Wenn wir den dann haben, dann geht es auch ein bisschen flotter voran. Und ich brauche hier nicht mehr... rumdümpeln. Ups. Gut. Also Kupfer. Und ich habe den Eindruck, es gibt hier echt ein paar mehr von diesen Ressourcensteinchen, ne? Oder ich habe sie im ersten Teil damals einfach nur nicht gefunden. Aber sieht wunderhübsch aus hier. Sieht wunderschön aus. So. Ich weiß gar nicht. Guck mal, hier sind Pilze. Da können wir doch bestimmt. Die können wir doch bestimmt, oder? Jupp. Nehmen wir zwei Stückchen mit hier. Gut, den Seegleiter, den könnten wir jetzt. Kupfer können wir nicht genug haben. Ist das hier so eine Koralle? Kann ich die abbauen? Okay, anscheinend nicht. Schade, schade. Und ich habe das Gefühl, die Fische schwimmen hier so ein bisschen
langsamer. Ich weiß noch, wie ich im ersten Teil damals versucht habe, diesen Blasenfisch zu fangen. Und ich einfach wirklich überhaupt nicht hinter diesem Fisch hergekommen bin. Guck mal, hier haben wir noch was zum Scannen. Also ist noch ein. Aber ich müsste doch jetzt eigentlich. Jeps, Material rauskriegen. Sehr gut. Boah, das sieht so interessant und schön aus, Leute. Es ist einfach. Ja, perfekt für Screenshotten. Machen wir hier nochmal ein. Zack. Es ist wunderhübsch. Im wahren Leben würde ich mich ja hier niemals nicht reintrauen. Ich habe panische Angst vor tiefem Wasser, wo ich den Grund nicht sehen kann. Ich glaube, wenn ich schiffbrüchig werden würde, ich würde absaufen, ich würde sterben. Also ich glaube, dass das wäre so ein Szenario, wo ich sagen könnte, yep, ich schiffbrüchig, gleich tot. Also ich würde nicht überleben, glaube ich. So. Oh, Pinguine. Oh, das sind Pinguine. Echt? Hallo? Oh, die tun mir nichts. Das. Oh, Leute, warte mal. Ein Pinguin-Küken. Ich kann es sogar nehmen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt nehme, kann ich dich scannen. Ja, guck mal, Hallöchen. Kleiner Fratz. Oh, sind die süß. Sind die süß. Aber was könnte ich denn damit machen, wenn ich die jetzt mitnehme? Kann ich die dann irgendwie zähmen? Ich meine, das ist ja schon geschlüpft, das Kind. Ich glaube, hier findet man bestimmt auch wieder das ein oder andere Kreaturenei. Und wenn ich dann irgendwann mal meine eigene Basis bauen kann, kann ich immer noch so einen Pinguin mitnehmen. Dann lohnt sich das wenigstens. So, hier waren wir. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zurück und guck mal, ob ich den Seegleiter bauen kann. Ich bin, Leute, ich bin, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, es tut mir wirklich leid, wenn ich nicht durchgehend quatsche. Aber ich bin total geflasht von diesem Spiel. Es sieht so schön aus. Es sieht einfach wunderschön aus. Und jetzt gerade hier in dem Moment hier, wo ich jetzt bin, strahlt es eine ganz besondere Ruhe und ja, Behaglichkeit aus. Aber das wird sich bestimmt ganz schnell ändern. So, was wollte ich denn bauen? Ich wollte den hier bauen. Da brauche ich eine Battery für. Moment, erstmal Kupferdraht. Geißelkörbchen brauche ich echt. Nein. Das Geißelkörbchen, Moment mal, das holen wir uns eben noch. So, wir essen noch einen Schluck. Wir essen noch einen Schluck, ja, genau. Frau Playbase, wir essen noch einen Schluck. Super, ne? Wo waren denn jetzt hier die Geißelkörbchen? Die waren noch hier gerade irgendwo. Da. Und was ich absolut mega finde in diesem Spiel. Das war im ersten Teil damals auch schon so. Das ist einfach diese Musik, dieses Ambiente. Mein Gott, ist das schön hier. Warte, ich muss screenshotten. Es ist einfach wunderschön. So, jetzt aber. Jetzt können wir uns den Seegleiter bauen. Und dann können wir in der nächsten Folge schon mal schön auf Erkundungstour. Battery. So, was fehlt noch? Schmierstoff. Habe ich den nicht? Habe ich? Hab doch Schmierstoff, ich wollte gerade sagen. Ah, ich brauche wahrscheinlich zwei Schmierstoff. Passt auf, bei meinem Glück. Nee, doch nicht. Hier. Schmierstoff. Und der Seegleiter ist fertig. Is a personal transportation device used for high-speed free diving. Contains a built-in light and map. High-speed free diving, Leute. Das würden da einige für geben. So, ich könnte noch hier Kupferdraht können wir immer gebrauchen, glaube ich. Und was ich gut finde, was mir sofort aufgefallen ist vorhin schon, das ist, dass man jetzt hier neben den Items, die man in der Leiste hat, sieht, ja, wenn die Batterie gebunden sind, wie lange die Batterie noch hält. Das finde ich richtig gut.
So, und da oben passiert irgendwas. Ich will es mitkriegen. Da sind wahrscheinlich noch ein paar neue Meteoritenschauer. Ach, guckt mal. Die, wie die flüchten, wie die alle ins Wasser. Oh, ist das süß. Wie die alle voller Panik ins Wasser hüpfen. Voll süß. Gut. So, Leute, wir haben hier den Seegleiter und wir haben, 26 Minuten voll. Ich werde jetzt auf jeden Fall voll viele Folgen aufnehmen und freue mich natürlich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist und Lust hast auf dieses Format. Und falls ihr Tipps und Tricks für mich habt, lasst es mich wissen, schreibt es mir unter das Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja? Und falls ihr neu seid, ich bin die Helly von Hellys Playbase. Lasst mir einfach ein kostenloses Abo da. Ich würde mich freuen und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.